So, Kapsch. Du verträgst das. Werden da wieder. Schmeiß doch diese blöde Brille nicht weg, sondern pack den das Recycle-Ding. Ja, das war Lumi zu 100%. Zu 100%. Ganz andere Sachen, wenn ihr mal weiter auf den Keks geht. Ich fackel noch das Haus ab. Keks, Keks. Ich hab ein Keks, Steinhaus, Keks. Das ist bei mir relativ safe. Keks. Ist halt asozial und gemein, vor allen Dingen, wenn. Asozial. Irgendwann weine ich noch wegen. Bitte dir. Dich. Das glaube ich nicht. Wären wir asozial, würden wir dich einfach sitzen lassen beim Spielen. Ihr mobbt mich. Ich spiele das Scheißspiel doch nur wegen euch. Ich habe noch was, um vielleicht wieder ein bisschen gut zu machen. Lumi, hast du bei Magic hier schon den Promocode eingegeben für 3 Booster Packs? Nein. Als ob ich dich mobben würde, als ob ich dich putzen würde. Du musst mal bei Magic in den Store gehen und einfach Play Ravnica, hier diese komische Edition, da eingeben. Und das P und das R groß, dann kriegst du 3 Booster Packs einfach so. Na gut, das ist wieder eine Wiedergutmachung. Habe ich nämlich heute auch gemacht. Lässt sich leicht bestechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, langsam verliert das Spiel echt ein bisschen seinen Reiz. Wieso? Auch das, was ich mit Freunden spielen kann. Wieso verliert seinen Reiz? Musst du es mal live streamen, da kann ich dir über die Schulter gucken, da wird's lustig. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist immer das Gleiche. Musst du halt ein anderes Deck spielen. Du kannst dir ja Game Pass holen, dann können wir dir beim Fahren zugucken. Sie hat kein Windows 10. Oh. Never change your running system. Nach wie vor nicht. Wieso never change your running system? Weil ich verdammtes Windows 7 habe und damit unglaublich gut fahre und ich werde es nicht gegen irgendeine neuere Version eintauschen. Damit nicht. Du fährst damit gar nicht, ja. Du fährst damit gar nicht. Schwindlerin. So, jetzt gehe ich erstmal zu unseren Kühen, ja. Mal gucken, was die heute so treiben. Hallo, gibt's wieder Milch? Das wäre toll. Oh, Goldsternmilch. Ich bin mal kurz ab. Zum Ende haben wir den 15 Goldtrauben. Kein Mensch braucht 15 Goldtrauben. Ja, dann tu halt nur, warte, 6 müssen übrig bleiben, weil die braucht man ja für Quests. Das ist meine Sache. Moment, es gibt Milch und es gibt viel Milch? Ach, es gibt große Milch. Ja, interessant. Wenn die besonders gut sind. Nee, es gibt große Milch, es gibt normale Milch und es gibt noch große Milch in Qualitätsstufen. Also so, was wollte ich zwei Varianten davon. Ach, ich wollte dir Dings holen, ich wollte dir dein Schwert holen. So. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Milch, ne? Wop, 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 wop. Jetzt rennt die hier mit dem Hut rum. Ja, ich hab mir einen Hut gekauft. Bin voll sexy. Ich hab einen Hut auf. Von hinten sieht er nicht so geil aus, auf jeden Fall. Besser als dein schräges Schleifchen. Hier, guck mal. Mein Schleifchen sieht ja wohl fabulous aus, von allen Seiten. Von der Seite sehe ich voll scharf aus mit dem Hut. Guten Tag, Frau Indy. Vor welchem rollenden Fels laufen Sie denn weg? Vor dir. Nein, ich bin kein Fels. Ich bin viel zu dünn dafür. Du bist mein Fels in der Brandung, Ben. Das wäre ja fast schon wieder nett, aber ich bin trotzdem viel zu dünn dafür. Es wäre halt so schön, wenn es wahr wäre, ne? Ich bin ja auch ein Fels in der Brandung, ja? Bin durchtrainiert und gestählt. Sag auch mal den Kühen, hallo. Die mögen nur mich, geh weg. Stimmt, aber sie sieht sehr glücklich aus. So, kann ich hier sehen, wie viel drin ist? Ah, wir haben 141 Heuballen. 181 Heuballen. Wann kriege ich denn eigentlich endlich mal meine größere Wohnung? Keine Ahnung, wenn du sie dir kaufst. Wie viel kostet der Spaß? 10.000. Was? 10.000. Dann gehe ich mal hoch. Und dann in die Mine. Ich habe gerade ein bisschen Heuballen hier gefarmt, damit das Silo schön voll ist für den Winter dann. Hab schon wieder keinen. Vielleicht sollen wir noch ein zweites Silo kaufen? Wie viel kostet denn das? 100, glaube ich, nur ein bisschen hier Kupferbahn und Erde und so. Ja, weil du hast, das ist fast voll, ne? Es sind nur noch 5. Ich glaube, ich habe es gerade voll gemacht. Dann kaufe ich einfach mal noch ein neues. Du kannst aber dann dein Haus nicht vergrößern, weil das geht ja nicht parallel. Nja. Na, das Silo ist erstmal wichtiger. Wer schmeißt einen Preiselbeeren hier unten rein? Ich denke an die Gemeinschaft. Wer schmeißt einen Preiselbeeren hier unten rein? Hat denn nichts zu suchen? Keine Ahnung. Ach, Mann. Bla bla.
Bla bla. Ich gebe dir gleich bla bla. Ich brauche noch 2 Follower, dann kann ich das Subscriber-Ding machen. Welches Subscriber-Ding? Bei Twitch. Ach so. Ja, das habe ich jetzt gemacht, deswegen habe ich ein Emote. Das war nämlich mein Emote. Ja, ich weiß. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich dachte, du hättest das einfach schon mal so Performer gemacht. Ich wusste nicht, dass du schon im Affiliate-Programm drin bist. Nee, war ich nicht. Ich habe das vorgestern gemacht und gestern oder vor 3 Tagen und dann war ich am nächsten Tag direkt drin. Ach, nice. Also das ging ziemlich schnell, weil ich vermute, das machen die nicht per Hand. Das kann sein, ja. Hm. Also das geht sehr, sehr schnell. Was dann dafür nicht schnell geht, ist einen Emote durchgehen lassen. Das dauert einen Tag oder länger. Ich müsste erstmal eins machen. Ich müsste erstmal eine Idee haben, wofür, also was da zu sehen sein soll. Meine Schildi. Okay, ja gut, bei dir könnte man das natürlich machen. Ich habe halt versucht, was zu finden, was man benutzen kann. Das ist so ein bisschen der Punkt gewesen und da hatte ich keine gute Idee. Mein Logo fand ich irgendwie, ist im Chat nicht so richtig sinnvoll benutzbar, aber so ein Hallo-Ding, dachte ich, wäre vielleicht doch benutzbar. Glasaugenbarsch wieder gefangen. Und ein Schatz. Ich habe eine Knochenflöte gefunden. Wo mache ich denn das nächste Ziel? Also egal, das soll nur irgendwo hin. Oh, bist du auf dem Feld? Nope. Also bist du da? Nope. Wupp. Wupp. Das Gras im Weg. Wupp. Da, wo ich es gerade hinstellen wollte. Hier ist überall Gras im Weg. Komm gleich. Definiere gleich, soll ich warten? Muss noch einen Fisch angeln. Bin aber gerade schon dabei, der Fisch hat schon angebissen. Ich denke, du bist gar nicht bei uns. Nee, ich bin unten drunter. Unten so. Links. Wow. Ich geh dich mal stalken. Nee, du siehst mich nicht. Ja, außerhalb, aber ich geh schon mal runter, wenn du kommst. Also, das kann ich natürlich machen. Und dann dachte ich, so links oben, neben den Schrein. Da stört's uns nicht. Genau. Danke. Wenn ich schon hier bin, hau ich den Baum auch noch weg. Okay, sie arbeitet dran. Ich habe bisher erstmal nur das Partyhorn, weil das so ein Gag war und dann habe ich das auch eingerichtet. Ansonsten bin ich nicht so kreativ. Der Chat kommt immer auf so idiotische Ideen. Ich kann dir da ein paar Sachen geben. Die funktionieren bestimmt super. Lumi, du bist doch eine Frau, oder? Du könntest zum Beispiel den Sims-Fail-Sound reinhauen. Hast du gehört? Den Sims-Fail-Sound? Ja, dieses. Der vom Kühlschrank. Kühlschrank? Der ist total toll. Aber es gibt halt, bei Sims gibt es den auch, wenn dein Sim was richtig blöd verkackt. Ja, das überlege ich mir, damit nervst du mich dann wieder nur. Was, ob ich bei dir so oft zugucke in letzter Zeit? Meine Freundin. Du bist ja selber mit deinem eigenen Stream so krass beschäftigt. Meine Freundin malt nämlich gerade nach Zahlen. Machst du auch so was Künstlerisches? Nein. Das ist nicht künstlerisch, muss ich mal so sagen. Malen nach Zahlen spreche ich Kunst ab, es tut mir leid. Hira. Ist schon ein Hobby und es hat mit Farbe zu tun. Es ist ein Hobby, aber hat nichts mit Kunst zu tun. Es ist nicht kreativ, aber es ist schon Kunst. Sag mal, Felix, hast du schon mal eine Knochenflöte abgegeben? Eine was? Eine Knochenflöte. Was ist eine Knochenflöte? Ein Artefakt. Nein. Okay, dann haben wir was Neues. Das steht auch dran. Wenn es nicht neu ist, dann heißt es nicht, zeig's Gunther. Ah, hier steht, Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Genau. Ja, das wird aber angezeigt, wenn du Zeug hast, was. Ich meine nicht. Da steht dann schon da so ein Stein, der keine Ahnung wie alt ist. Ich kann doch bestimmt Abigail wieder das schenken. Ich gehe mal kurz wieder in die Mine. Was brauchen wir noch? Eisen, oder? Glaube, ja. Ich bin gerade im Goldsektor, also kannst du in den Eisensektor gehen. Ich geh noch ein bisschen Bäume fällen für nächstes. Ach nee, ja, im Winter ist nicht viel damit. Haben wir eigentlich schon alles. Nee, haben wir schon alles abgegeben für Dingensbummels? Genau, für Dingensbummels. Für das Gewächshaus? Muss mal gucken. Ach stimmt, da gibt's ja einen Trick. Muss ja gar nicht hinlaufen. Ja, es gibt keinen Trick, das ist einfach das. Also voll der Trick. Wir haben überhaupt noch nichts abgegeben. Wir müssen von jedem noch eins abgeben. Das ist ja voll der Trick. Das kann ich denn morgen machen? Nee, jetzt heute regnet es aber. Naja. Und sammeln Winter müssten wir auch schon fast alles haben. Und sammeln Herbst haben wir auch noch nicht komplett abgegeben. Aber das kann ich auf dem Rückweg machen. Ich habe nämlich noch so eine Blau. Egal. Nevermind. Also Abigail, das kann man ja abends nicht. Was habe ich jetzt schon wieder verpeilt?
nicht gerade schon gesagt, wir haben im Herbst noch nichts abgegeben? Dann hast du gesagt, ach, sammeln Herbst haben wir auch nicht abgegeben. Nee, ich hab zuerst gesagt, wir haben nichts von den Gegenständen, den Farmgegenständen Herbst abgegeben, aber sammeln habe ich dann später festgestellt. Ich habe zwei Sachen für Herbst. Achso, das ist hier Gast, seine Wohnung hinten im Gasthaus, ne? Er hat ja aber auch ein kleines Zimmer. Zu diesem Mal bin ich rechtzeitig gegangen, bevor ich wieder gestorben bin. Seid stolz auf mich. Wir sind ganz stolz auf dich. Du hältst deine Leiste im Auge. Yes. Kunst bist muss schon nicht brotlos sein. Wenn du Kunst, wenn du Glück hast und mit Kunst entdeckt wirst, dann ist alles andere als brotlos. Nein, echte Kunst muss brotlos sein, sonst bist du kein echter Künstler, sonst bist du Influencer. Bullshit. Also. Ich finde das ja logisch, ja. Und so Leute wie Salvador Dali und sowas waren auch alles Influencer. Die waren brotlos zu ihren Lebzeiten. Was sind eigentlich Influencer? Das habe ich immer noch nie richtig gehört. Leute, die Leute beeinflussen. Influencer sind das, was wir werden. Ja, nur wenn wir viele Zuschauer hätten, ja? Sonst nicht. Nein, Influencer sind eigentlich irgendwie, die hocken dann bei YouTube rum und sagen Leuten, was cool ist. Bündel komplett. Also Bibi. Bibi ist definitiv einer der wichtigsten Influencer Deutschland auf jeden Fall. Musik hätte ich fast gesagt angeht, nee. Was Schminke angeht zum Beispiel. Nicht die Leute. Nicht nur was Schminke angeht, die Frau hockt ja irgendwie jetzt überall drin, keine Ahnung. Wo hockt sie noch drin? Bei Babyprodukten. Zumindest präsentiert sie die ganze Zeit ihren Babybauch, aber... Yeah. Die ist schwanger? Welche Arme drauf hat die denn gepimpert? Hat doch diesen Typen, den Julian oder so. Und der YouTubet ja auch. Und die beiden YouTuben ja zusammen. Und die Menschheit stirbt aus, wenn solche Leute sich vermehren. Ey, komm, das ist eigentlich der Satz, wie ich, richtig oder wichtig. Ich habe Angst um meine Rente. Also ich habe in meinem Freundeskreis schon festgestellt, dass das sich irgendwie eher so die nervigen Menschen vermehren. Bei uns hat fast noch keiner ein Kind und. Ja, Chantal und Ronnies. Werfen alle anderen. Das ist bei mir nicht so. Schon ein halbes Jahr am Tun, dass wir ein Kind dann mal vielleicht kriegen oder so. Echt? Ja, und wir haben bisher noch kein Glück gehabt, aber die asozialen vermehrt, was hat... Jetzt hast du es vor allen Dingen allen mitgeteilt, die jetzt online sind, jetzt weiß es einfach jeder, sogar macht man nicht, Felix. Jeder, so viel gucken ja auch zu, ne? Feingefühl, das macht man trotzdem nicht, man trägt sowas nicht nach außen. Das kommt immer darauf an, wie man innerhalb der Beziehung mit sowas umgeht. Also, okay. In meiner Erfahrung nach ist das schwierig. Das hatte aber in Komödiant mal so gesagt. Die Asozialen vermehren sich schneller. Wir Gebildeten, wir müssen tantrisch tanzen gehen, zu Ayurveda-Dingens hier, das ist schon was Schmähne. Ne, Darwin ist halt nur Survive of the Fittest, ne? Die sich am meisten vermehren, überleben. Und Akademiker oder sowas, die werfen halt auch erst relativ spät, weil die einfach einen viel längeren Weg haben als Alter. Ja, natürlich, ist doch normal. Also ist doch normal, die werfen. Ein Akademiker in seiner natürlichen Umgebung, ja? Wirft Kinder. Der gemeine Wald- und Wiesen-Akademiker, ja? Der kommt ja erst mit 25 da irgendwann mal aus seinem Studium raus, im Idealfall. Das ist nur der gute 22, Akademiker. 23. Ja, und dann da noch irgendwie heiraten, ein paar Jahre im Job und sowas, und dann wirft er vielleicht eine 25. Und der gemeine Wald- und Wiesen-Hauptschulabbrecher, ja, ist mit 16 draußen, macht dann, wenn er Glück hat, noch eine Lehre oder halt eben nix. Ja. Was soll er denn den ganzen Tag machen, außer bumsen und Kinder kriegen? So. Wie war das noch mit dem Feingefühl? Ich ganz so ernst meine und mich noch mit dem Feingefühl. Ja, aber jetzt geht es ja nicht um jemanden, der neben dir steht im Zweifel oder mit dem du viel zu tun hast, sondern um so eine allgemeine, das ist eher Rassismus gerade als Feingefühl. Rassismus ist es schon mal gleich gar nicht, weil ich überhaupt keine Rassen oder irgendwas in die Richtung erwähnt habe. Rassismus hat heutzutage nichts mehr mit Rassen zu tun. Im Begriff Rassismus steckt das Wort Rasse schon drin. Ich finde diese Entfremdung von so diese, das hat sich leider trotzdem... Sprache entwickelt sich weiter, Lumi, ja? Wenn überhaupt, wäre das ein gesellschaftskritischer Ansatz, ja, und wenn soziale Diskriminierung... Dann ist es aber auch Pegida Gesellschaftskritik, ja, wenn du danach gehst. Bildungsdiskriminierung für Leute, die keinen Hochschulabschluss haben. Aber immer noch, wenn du sagst... Ich bin eingepennt. Wenn du sagst, Rassismus ist nur was, wenn es um Rassen geht, dann hat auch ein Neonazi keinen Rassismus mehr gemacht, weil die sagen ja nur Ausländer raus, hat ja nichts mit Rasse zu tun. Ja.
Ist auch nicht rassistisch. Ist halt Bullshit. Ist in dem Fall ausländerfeindlich, aber nicht rassistisch. Wenn sie sagen, Ausländer raus, weil die alle dunkelhäutig sind, dann ist es Rassismus. Nee, also das hat ja auch nicht gesagt, dass die Rasse Ausländer raus muss, sondern nur, weil sie dunkelhäutig sind. Das ist auch kein Rassismus, wenn du so gehst. Wenn du sagst, Ausländer raus, weil sie dunkelhäutig sind, dann verurteilst du ja die Ausländer, die dunkelhäutig sind und damit betreibst du ja keine Rassismus. Rasse. Hat nichts mit Rasse zu tun. Hat keiner irgendwas von Rassentheorie gesagt. Nach deiner Logik gerade. Aber das, was da dahinter steckt, ist ja die Rassentheorie. Und dumme Menschen hat nichts mit Rassentheorie zu tun. Nur wenn ich sage, dass dunkelhäutige Menschen oder asiatische Menschen immer dumm sind. Nein, es geht nicht nur um die Dunkelhäutigkeit. Auch Dummheit war vererbbar für Hitler. Natürlich, aber Dummheit ist rassenspezifisch, an diese Rassen angelehnt. In Hitler gibt es ja ganze Vererbungslehren und Rassenhygieniker. Eine Freundin von mir hat eine Masterarbeit darüber geschrieben. Also, du hast da... Aber um mal kurz auf das eigentlich zurückzukommen, Rasse. Sprache entwickelt sich weiter. Ja, aber du kannst doch nicht bei jedem Wort sagen, das hat jetzt heute eine neue Bedeutung. Die Frage ist, wie es heute benutzt wird, und es wird nicht mehr benutzt für nur Rassentheorie. Ja, aber ich werde auch nicht akzeptieren, dass das einzigste grammatikalisch richtig ist, weil es einfach Schwachsinn ist, egal wie viele Leute es sagen. Props an dich, Benny. Fertig. Also nicht alles, was sich weiterentwickelt, muss man irgendwie so hinnehmen und sagen, okay, weil es bei Sprache jetzt jeder schon, sagt, dann ist das auch so, nein. Bei Sprache schon. Sprache ist halt einfach so, wie es gesprochen wird und wie es benutzt wird, so ist es. Wenn ich in meinem Studium, in dem Philosophiestudium sitze und von Rassismus rede, da kriege ich Probleme, wenn ich das so benutze, wie das die Allgemeinheit. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Ich bin hier gerade nicht in deinem Studium. Homies, chillt mal eure Base. Also, ich werde Rassismus weiterhin so benutzen, wie es definiert ist. Es tut mir leid. Fertig. Kannst du ja so benutzen. Ich werde Rassismus auch weiter so benutzen, wie es definiert ist, nämlich über das Wort. Du sagst ja auch nicht Einschraubenziehern, nur weil zwei Leute das so nutzen. Und nicht mit zwei Leuten, sondern wie es die Mehrheit nutzt. Das ist ja mein Argument. Naja, dann müssten wir jetzt Props an uns sagen, wenn wir gut in der Mine waren. Props heißt ja hier... Machen auch viele. Machen auch viele. Oder eins nicer Guy. Das wird auch nicht von der Mehrheit benutzt. Oder ich bin's. Das kenne ich nicht. Das ist auch nicht von der Mehrheit. Zum Bleistift oder ja, von der Mehrheit auf Joden ist aber nicht die Mehrheit der Menschheit. Was zum Beispiel auch eine absolute Idiotie ist, was ich definitiv nie benutzen werde, ist dieses, anstatt dem unpersönlichen Mann eine Frau einzusetzen. Sowas wie, UserInnen? Nein, du hast doch dieses, keine Ahnung, Mann geht die Straße lang, um einzukaufen, dann sagen manche Leute dann, Frau geht die Straße lang, um einzukaufen. Und anstatt diesem unpersönlichen Mann Frau einzusetzen, weil das ja ach so witzig ist. Finde ich furchtbar. Ich erinnere mich nicht voll. Ja, Moment mal, das ist von mir. Was? Das gender mich nicht voll. Nein, das ist von mir. Das ist weit verbreitet, das gender mich nicht voll. Nein, das habe ich mal rausgebracht. Ja, ja. Bei jemandem. Hast du ein Copyright drauf? Du. Hä? Hast du ein Copyright drauf? Nein, aber das du ist voll Influencer. Witzig, dass du das auch benutzt. Du Influencer, du. Vielleicht sind auch einfach mehrere Leute auf eine gleiche dumme Idee gekommen. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich find's trotzdem witzig. Also ich kenne das auch. Ich kenne mich nicht voll. Das ist eigentlich ein Wunder, dass du was kennst. Vielen Dank. Ja, ich hänge ab und zu in sozialen Netzwerken rum als Kellerkind, um mich etwas zu bilden. Um der Sprache mich anzugleichen. Die so eloquent vorherrscht in den sozialen Netzwerken. War ups, das war so falsch. Ausgedrückt? Eloquent vorherrschen gibt's nicht. Das tut mir leid. Eloquent ist hochgestochen. Hast du jetzt schon alles für den Herbst abgegeben? Die Sammelsachen und so? Heute machen. Ich habe nur die Sammelsachen abgegeben, aber nicht die Sachen von der Farm. So. Nicht die Lumi. Ja, du nimmst eigentlich alles mit. So, und ja, im Dritten Reich wurden auch Homosexuelle verfolgt. Das können wir bitte ein anderes Thema anschneiden? Politik hat nichts beim Zocken zu suchen. Doch. Wenn man sich dafür interessiert schon. Nein. Doch. Macht nur alles kaputt. Jeder hat eine andere Meinung. Man darf doch auch über Sachen mal diskutieren. Ich würde sagen, man darf auch über unterschiedliche Meinungen reden. Also. Nein, es ist verboten. Du magst Harmonie, aber es ist doch nicht so, dass Ben und ich uns jetzt nicht mehr mögen, bloß weil wir über das Wort Rassismus gestritten haben. Ich kann jederzeit gehen, aber dann nehme ich meinen Hof mit, ne? Nein, das sind Hof hier. Cola und immer Cola im Müll gefunden. Hey, Haley, nicht weggehen. Ach, du hast wieder vor Haley im Müll gewühlt.
Ja, also das siehst du, während wir uns über Politik unterhalten, wühlt der Felix im Müll. Und sagt, das darf man nicht. So. Mais und Aubergine brauche ich noch. Wenn du weiter im Spiel vortrinkst, wirst du erst merken, dass man das darf. Ach, bla. Ach, bla, ist so. Ich brauche Topaz, um es auf meinen schmerzenden Zahn zu reiben. What the fuck? Topaz. Ja, davon haben wir übrigens genug Stück und ich habe sogar noch gerade zwei geholt, also, ne? Ist Topaz der Lieder? Nee, das haben wir natürlich. Nee, das ist der gelbe, der aussieht wie so ein Ei, wie so ein querliegendes Ei. So soll ich eigentlich diesen Herbst sagen? Caroline hätte gern eine super Seegurke. Ja, warum genau, zurück zur guten Laune, lieber Uchi. Warum hast du eine andere Quest als ich? Ja, hab ich wohl. Wer war Harvey? Muss ich erstmal wikien. Du kannst einfach Start drücken und auf deine Beziehungen gucken. Du kannst auch einfach fragen, wer Harvey ist. Vielleicht weiß es ja jemand von uns. Wie gesagt, du guckst auf deine Beziehungsübersicht, da steht der Name dabei. Ich glaube, Harvey ist der Arzt. Ja, müsste der Arzt sein. Ich brauch mehr Sachen wie das Partyhorn. Warum ist das hier nicht geordnet? Pflanze ich jetzt die Herbstsachen noch an? Bündel komplett! Wo ist der Arzt? Kannst du Ben... magst du auch in den Tresor gehen und da vielleicht nochmal Geld ausgeben? Ich guck gerade mal. Wir müssen. Okay, wir haben noch. Stoff haben wir noch, den können wir noch abgeben. Brauchen aber dann eigentlich noch eine Kirsche, Granatapfel oder eine Orange oder eine Aprikose oder einen Apfel. Oder Käse. Oder wir müssen Käse machen. Käse könnten wir eigentlich mal machen. Milch, Eier. Wir schaffen das Gewächshaus eh nicht. Wir bräuchten Eier dafür. Wir bräuchten große Milch, großes Ei, große Ziegenmilch, Wolle und Entenei. Ja, schaffst du im ersten Jahr nicht. Wenn können wir ja nochmal einen kleinen Stall bauen. Das schaffen wir. Wie sieht Donnerstag die Schweineform unten da? Also der Schweinezirkus, Schweineform. Soll ich eigentlich mal noch ein Viech kaufen? Mal gut, jetzt gibt es so ein Tresorgeld ab, dann hat sich das. Kristallarium. Lege einen Edelstein deiner Wahl hinein und es erstellt Kopien davon? Ja, da kannst du zum Beispiel... Oh, was ist denn das? Ich habe eine Zwischensequenz. Ja, weil ich gerade das voll gemacht habe, für die Busreparatur. Pfui, es stinkt. Bin gerade unten an diesem Balkon. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihm. Soll ich jetzt erstmal vorlesen oder ihr? Jetzt kannst du vorlesen, stinkt, ich bin fertig. Wir, glaub ich, schon. Pfui, es stinkt, ist da links unten. Ja, das hatten wir schon vor ewigen Zeiten. Okay. Jetzt kann man schon im Tresor wohnen. Das Büro ist fertig. Stimmt, die Kohle ist ja auch fertig. Dann ist auch der Bus fertig, oder? Ja. Ich glaube, morgen dann, oder? Das ist doch mal nachts, wo ich das reparieren muss. Nein, lass uns doch bitte morgen alle mit dem Bus fahren. Das wäre voll witzig. Dann sieht der Ben das auch machen. Dann müssen wir nicht immer so tun, als ob niemand weiß, was da passiert. Müssen wir nicht immer so tun. Ja, also, wir können Benny aber nie mit in die Mine nehmen. Wir kommen ja nur. Ja, wir sind Schweig, aber wir nehmen ihn mit in die Wüste. Wir gehen morgen alle in die Wüste. Wir gehen alle morgen in den Bus, wo wir nicht wissen, wo wir hinfährt. Entschuldigung. Wo wir dort irgendwas Minenfarmen kann, das habt ihr ja schon genug gespoilert. Nein, wir gehen ja irgendwo hin, wo. Ihr habt ja schon gesagt, dass dort hinten Iridium ist und sowas. Das ist auch in der normalen Mine, aber die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, ist sehr, 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 sehr gering. Holt ihr ab und zu eigentlich immer noch das Hartholz, der mit der... Ich habe gerade Hartholz geholt gestern, ja. Sehr schön. Neue Belohnung. Abigail mag keinen Mais. Flötenblock. Obsidian wäre ein Obsidianstock. Amethysten haben wir genug. Wo ist denn Abigail? Wo ist denn Abigail? Die Abigail steht beim Bus. Oh, wieso steht die beim Bus? Ich weiß auch nicht, ich habe die noch nie gesehen. Du hast sie noch nie gesehen? Das ist ja krass. Da hast du jetzt zum ersten Mal kennengelernt? Nein, ich habe sie noch nicht am Bus gesehen. Jetzt läuft sie weg vom Bus, aber ich kann irgendwie nicht mehr mit ihr reden, weil ich ihr ein blödes Geschenk gemacht habe, blöde Abigail. Was hast du mir geschenkt? Ich schlag sie jetzt mit meinem... Hey, meine Abigail, lass ihn in Ruhe, ja? Wie gibt's dir auf die Nase? Jetzt rennt sie weg von mir. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Mal gucken, ob sie wieder abkommt. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde, Roboter oder so. Bedeutet das irgendwas? Lass mich in Ruhe, du böses Frauenzimmer da. Ich hab die eben die ganze Zeit mit dem Schwert geschlagen und dann hat sie irgendwann ein Fragezeichen bekommen und ist weggerannt. Echt? Geht das bei dir auch? Geht das bei dir auch? Geht das bei dir auch? Benny wird sie sicherlich nie mit dem Schwert schlagen. Ich hab ein stärkeres Schwert als du. Hau ab. Aber du haust nicht mehr zu. Bei mir, du hast nur einmal zugehauen, danach hast du nicht mehr zugehauen.
Ich hab die ganze Zeit zugehauen. Du hast ihm bloß komisch gezuckt und nicht zugehauen. Gezuckt. Lumi hat Spastiken. Was machst du da mit dem Imkerhaus, Benni? Stell's auf! Was mache ich denn jetzt noch? Es ist 18 Uhr abends. So richtig was anfangen kann ich jetzt auch nicht. Du kannst zum Beispiel einfach Eisen umschmelzen. Na toll. Es gibt nichts Schöneres als abends so ein bisschen Eisen umzuschmelzen. Das mache ich daheim auch immer so. Ich habe Eisenbeersaat bekommen. Was könnte ich denn jetzt machen? Ich schmelze ein bisschen Eisen. Was soll ich denn das hin tun? Hier ist übrigens noch Grünkohlsaat. Kann auch mal gesät werden. Grünkohlsaat. Oh, ich hab jetzt MS gekriegt. Hier im Grün, in der Grüntruhe, Benni, wenn du musst ja eh anbauen. Anbauen. So, sorry, ich hab. Ach, übrigens, Rumi, du stehst auf Sebastian, oder? Auf was? Auf Sebastian. Nee, ich stehe nicht auf Sebastian. Hä? Der immer so... Der Emo? Hm? Ich stehe nicht auf den. Ja, den wolltest du doch mal irgendwie... Ich will jeden klar machen, das ist in meinem Naturell, aber ich stehe nicht auf ihn. Sebastian steht zum Beispiel auf gefrorene Tränen, die haue ich dir einfach mal in die Truhe rein. Oh, das passt aber zu ihm. Ach, wie schön, wie tiefgründig. Vielleicht mag ich Sebastian doch. Aber der Name erinnert mich immer an die Krabbe von Ariel und das macht es irgendwie uncool. Sebastian. So, jetzt habe ich Lust auf Schokolade, weil ich so lange nichts Richtiges gegessen habe. Es wird Zeit, dass wir fertig werden, dann koche ich mir Nudeln. Ich dachte, ich habe Nudeln vorher gegessen. Ich hatte keine Zeit, ich war um 18 Uhr 45 zu Hause und da hast du keine Stunde mehr gehabt. 18.45 Uhr war ich hier. Wenn ich ja noch Nudeln gekocht hätte und irgendwie eine Soße dazu... Dann wäre ich bis 19.20 Uhr 25 fertig gewesen mit Nudeln. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Außerdem habe ich noch mit einem Kumpel telefoniert. Oh, Alter, ernsthaft? Ja, lass mich doch halt mit einem Kumpel telefonieren. Nee, Frechheit, was soll denn das, dass du mit einem Kumpel telefonierst? Wir haben keine Kohle mehr. Wir haben uns über Matic unterhalten. Du hast nicht nur mich angesteckt, lieber Ben, du hast auch den Pascal angesteckt. Das ist doch cool. Dem kannst du direkt mal den Promocode schicken noch. Ja, mache ich dann auch, wenn ich nicht vergesse, wie er geht. Oh Gott. Ach, Promo-Code. Promo-Code! Hast du in diesen... Direkt nach Stardew Valley weiter mit Magic, damit ich für Midnight Dota wach bin. Du schläfst doch eh jetzt ein, dann kannst du mal richtig schlafen, hast einen Sinn von Tagesrhythmus. Benni, hast du in diesen Vervielfältiger schon was reingehauen? Nein. Da kommt nämlich jetzt ein Diamant rein, weil der meisten Kohle bringt. Kohle. Gay ist das, du und deine grüne Alge. Gay. Guck mal, ich habe einen längeren. Und ich kann vor allem schneller angeln. Ich habe Cola gefangen. Oh, und ich war zu langsam. Und du hast gar nichts gefangen, ja? Weil ich so langsam war. Also bin ich lieber gay, als dass ich gar nichts fange. Gay. Gay sein ist ja auch keine Beleidigung. Eigentlich kannst du es als Kompliment nehmen. So. Infinite. Da gab es mal von extra 3 gab es mal einen schönen Beitrag hier. Wie ging das? Ficken wird auch in der Bundeswehr genutzt, wie unser Ausbilder denn? Hat uns wieder eine Mega-Bombe. Der Felix hat einfach zu viel Zeit, um sich so eine Scheiße im Internet anzugucken. Was ist jetzt Scheiße? Das ist vom... Dem stimme ich zu. Extra 3? Extra 3 ist okay, aber ansonsten du zitierst und Extra 3 hat auch viel Mist, was die senden. Tatsächlich. Nee, da hatten sich irgendwelche irgendein Studentenschaftsrat beschwert. Alter, jemand im Internet beleidigt hatte. Ja, ist ja auch korrekt. Wenn die das mitkriegen, dürfen sie sich darüber beschweren. Da haben die eine Anfrage an, oder was heißt eine Anfrage? Eine Anzeige gestellt an die Staatsanwaltschaft in Chemnitz irgendwie? Nee, du machst nicht eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Die gibst du bei der Polizei auf, gegen unbekannt. Ja, oder naja, gegen mit dem Verweis auf die Webseite. Ja, der Internet-User ist ja aber nicht unbekannt. Habe ich euch schon... Na doch, du weißt nicht, wer es im echten Leben ist. Von der tollen Berufsbeschreibung für Polizist erzählt, den mein Flüchtling lernen muss. Meine Flüchtlingsmädchen. Nö.
Flüchtlingsmädchen. Also über die Berufe habe ich mich, glaube ich, sowieso schon aufgeregt, oder? Was sie da lernen musste. Mhm. Okay, dann rege ich mich jetzt drüber auf. Was für Flüchtlingsmädchen überhaupt? Ich gebe doch Nachhilfe und zum Teil auch für Flüchtlingskinder. Das wusste ich nicht. Übrigens ist es schon 21, ne, Leute? Ja. Ich lieg schon im Bett. Also dadurch, dass ich laufe über so ein Institut, das mit dem Jugendamt kooperiert, und dann gebe ich zum Teil auch Nachhilfe für unbegleitete Flüchtlinge. Meistens sind es welche aus Äthiopien. Und ja! Das war laut. Jo, und ich habe jetzt ein neues Mädel, die ist seit einem halben Jahr in Deutschland. Und die hatte eine Hausaufgabe mit... 1:50 Uhr. Ich liege immer noch im Bett. Ich rede nicht mit dir. Ja, Felix wird außen aufgefunden. Nein, ich habe im Haus gepennt, auf dem Holzfußboden. Na, immerhin. So, was ist jetzt mit den Berufsbezeichnungen für Polizisten? Die hat 30 verschiedene Berufe bekommen als Hausaufgabe. Oh, Sequenz. Jetzt müssen wir erst die Sequenz gucken. Ja, die machen den Bus ganz. Psst. Okay. Psst. Ich wollte das Pfiu hören. Ich finde das so süß. Kannst du das als Sound bei dir reinmachen? Wollen wir jetzt in die Wüste fahren?